Registeel ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Stahl, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist ein Teil der legendären Giganten. Registeel ist ein Golem-ähnliches Pokémon, welches in den Farben Silber und Grau auftritt. Es ist symmetrisch gebaut und hohl. Sein stahlharter Körper besteht aus rundlichen Formen aus Metall. Die Hauptform bildet eine Kugel, welche vorne mittig gespalten ist. Die Ritze reicht bis zur Hinterseite und verläuft spitz. Darunter ist eine graue Fläche zu erkennen, auf der sich auf der Vorderseite 7 rote Punkte befinden, wovon 6 kreisförmig angeordnet sind und einer in der Mitte dieses Kreises platziert ist. Diese Punkte bilden das Gesicht. Die grauen Arme sind an 2 silbernen runden Schultern befestigt und haben Hände aus 3 ebenfalls silbernen Klauen am Ende. Über jeder ist ein weiterer roter Punkt, ähnlich wie jene im Gesicht zu finden. Des Weiteren besitzt das Pokémon 2 klobige Füße, welche unterhalb der flachen, breiten Hüfte befestigt sind. Und in der Shiny-Form ist der silberne Körper türkis, der graue Bereich bekommt eine bräunliche Farbe. Registeel ist ein langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine überdurchschnittliche Verteidigungsfähigkeit aus. Das Metall seines Körpers ist härter als jedes andere und somit sind viele starke Angriffe nötig, um dieses Pokémon zu besiegen. Seine Gegner greift es mit Stahlattacken an und schießt beispielsweise eine Lichtkanone auf sie, rammt sie mit einem stahlharten Kopf, indem es Eisenschädel einsetzt, oder trifft sie mit einem Metallklauen. Auch ist es fähig, Attacken anderer Typen einzusetzen und schadet Gegner mit einem starken Hieb durch die Kampfattacke Hammerarm oder indem es Blitzkanonen schießt. Registeel besitzt die Fähigkeit Neutraltorso, welche es vor Senkungen der Statuswerte schützt. Durch seine versteckte Fähigkeit Leichtmetall halbiert das Eisen-Pokémon sein Gewicht. Registeel ist ein Pokémon, das in den Legenden der Hörnregion auftaucht. Es ist in unterirdischen Ruinen aufzufinden. Da es unter der Erde lebt, erlangte der metallene Körper dieses Pokémon durch die dort herrschende Wärme und den Druck seine Härte. Das Metall ist härter als jedes bekannte Metall und man sagt, die Substanz, aus der diese besteht, sei von einer anderen Welt. Wie es für Metalle typisch ist, dehnt es sich jedoch und schrumpft, sobald sich die Temperatur ändert. Geschichten über Regirock, Regisee und Registeel, auch bekannt als die legendären Giganten, tauchen bereits in der Antike auf. Sie traten in Kontakt mit den Ureinwohnern der Hörnregion, die in dem Höhlensystem lebten, das heute als die Siegelkammer bezeichnet wird. Ob sich diese Höhle bereits zu den Lebzeiten der damaligen Menschen unterhalb des Meeresspiegels befand und somit beispielsweise nur über Tauchen oder ein anderes Tunnelsystem erreichbar war, ist nach heutigem Wissensstand unbekannt. Lediglich die verschlüsselten Brailleschriftzeichen, die in den Steinen der Höhlenwände gemeißelt wurden, zeugen heute überhaupt noch von der Existenz der Ureinwohner. Es ist aus den antiken Inschriften nur so viel bekannt, dass sie in sehr engem Kontakt mit den Pokémon lebten. Auch interagierten sie mit den 3 legendären Pokémon und die Kräfte der Pokémon revolutionierte ihr damaliges Leben. In einer antiken Inschrift der Siegelkammer heißt es sogar, dass man diesen Pokémon alles verdanke. Dort wird sogar von ewigen Pokémon geschrieben, wobei unklar ist, ob von Regigias oder den 3 Giganten die Rede ist. Doch sie hatten auch große Angst vor den Pokémon und sperrten sie einzeln in 3 Ruinen ein, die man im Anschluss versiegelt hat. Die Standorte der Ruinen wurden so ausgewählt, dass sie zum einen über das ganze Land verstreut und zum anderen möglichst weit von der Zivilisation weglagen. Die 3 Siegelorte sind heute noch zu besichtigen und als Inselhöhle, Grabmal und Wüstenruine bekannt. Jährlich werden sie von unzähligen Ruinenmaniacs und Abenteurern aufgesucht, die deren Geheimnisse lüften wollen. Ob die 3 Ruinen jedoch natürlichen Ursprungs sind und man lediglich eine zweite Kammer für die Versiegelung erschuf, ist unbekannt. Die Tatsache, dass vor kurzer Zeit ein Regigias in den tieferen Eisschichten im Boden der Inselhöhle aufgefunden wurde, spricht eher für die erste These der Forscher. Damit die Giganten auch tatsächlich nicht aus ihren Versiegelungsorten ausbrechen konnten, trafen die damaligen Menschen mehrere Sicherheitsvorkehrungen. So kann der Zugang der 3 einzelnen Versiegelungsorte nur über einen doppelt gesicherten Mechanismus in der Siegelkammer auf Route 134 geöffnet werden. Jeder der 3 Orte ist zusätzlich in 2 Kammern aufgeteilt, in deren hinteren Kammer das legendäre Pokémon eingesperrt ist. Um die hintere Kammer allerdings zu öffnen, ist ein weiterer geheimer Mechanismus in der Vorkammer zu betätigen. Dass die 3 Giganten generell in antiken Ruinen eingesperrt sind, ist jedoch keine Besonderheit der Hörnregion. Auch in Sinnoh und in Einal sind vergleichbare Siegelkammern bekannt.
Ihren Ursprung haben Regirock, Regice und Registeel im Urgigant Regigias. An alten Legende Sinnohs zufolge formt es ein C3-Pokémon nach seinem Abbild aus Lehm, Felsen, Magma bzw. einem Eisberg. Um diesen Schöpfungsprozess zu huldigen, errichtete man dem Urgigant in Blitzach den Blitzach-Tempel. Später wurde bekannt, dass zwei weitere Giganten existieren. Alle fünf legendäre Giganten bilden verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte ab. Regirock die Steinzeit, Regice die letzte große Eiszeit, Registeel die Eisenzeit, Regidrago das Mittelalter und Regileki die Neuzeit mit der Nutzung elektrischer Energie. Dabei hat Registeel wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typen Stahl ist es immun gegen Giftattacken, nimmt halben Schaden gegen Normal, Flug, Gestein, Käfer, Stahl, Pflanzen, Psycho, Eisdrachen und Feeattacken. Doppelten Schaden gegen Kampf, Boden- und Feuerattacken und normalen Schaden machen Wasser-, Elektro-, Geist- und Unlichtattacken. Ausnahme ist Generation 3 bis 5, da macht Geist und Unlicht halben Schaden. Erst ab Generation 6 machen die beiden dann normalen Schaden.